Jedes Jahr zu Weihnachten werden die Läden mit Neuerscheinungen geradezu überschwemmt. Wir zeigen euch in unserem Video die Spiele, die ihr ruhigen Gewissens mit Kindern spielen könnt. Und die, die den Kindern auch Spaß machen. Am sorgenfreisten seid ihr wahrscheinlich mit Spielen auf der Wii U dran. Das ist die kinderfreundlichste der Konsolen, da gerade Nintendo sehr darauf achtet, auf Kinder ausgerichtete Spiele auch kindgerecht zu halten. Auf der Wii U ist beinahe jedes Spiel unbedenklich. Paper Mario Color Splash funktioniert im Kern wie jedes Super Mario Spiel, allerdings mit einem kleinen Kniff. Die gesamte Welt ist in Papier-Basteloptik gehalten. Mario, Prinzessin Peach, Bäume, Häuser, alles wirkt wie selbst gebastelt. Um hier weiterzukommen, müssen Wege entfaltet, Hindernisse ausgeschnitten und, ganz wichtig, die Welt wieder mit Farbe versorgt werden. Die haben ihr die Bösewichte nämlich entzogen. Paper Mario Color Splash ist nicht nur optisch abwechslungsreich, sondern sorgt auch mit vielen klugen Rätseln für tolle Momente. Wer Just Dance 2017 spielt, kann nicht behaupten, dass man sich bei Videospielen nicht genug bewegt. Das Tanzspiel nutzt die Controller, um unsere Bewegungen zu verfolgen, während wir zu unseren Lieblingssongs tanzen. Ziel ist es, die Choreografie so exakt wie möglich nachzutanzen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir garantieren sehr viel Spaß und sehr wenig Atem. Eine ganz andere Richtung verfolgt Skylanders Imaginators. Das sogenannte Toys-to-Life-Spiel wird zusammen mit Sammelfiguren verkauft, die per Dimensionsportal in das Konsolenspiel transportiert werden. Imaginators geht noch einen Schritt weiter. Hier können Kinder zusätzlich noch ihre eigene Figur erstellen und in einen Kristall speichern, den sie dann mit zu ihren Freunden nehmen und in deren Spielen nutzen können. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch in unseren Skylander-Videos anschauen. Wer nicht nur seine Figuren, sondern auch seine Level selbst gestalten will, hält sich am besten an den Super Mario Maker. Mit diesem Levelbaukasten lassen sich ganze Welten selbst gestalten und mit anderen Spielern teilen. Oder Level anderer Spieler herunterladen. Dadurch entsteht ein riesiger Fundus an spielbaren Welten, der täglich erweitert wird. Bleiben wir doch im Baukasten. Lego Dimensions beruht wie Skylanders auch auf der Idee, Figuren per Portal ins Spiel zu beamen. Aber hier sind die Figuren bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und sogar Comics. Die vorhandenen Level werden mit den Fun- und Storypacks immer wieder erweitert und enthalten von Harry Potter bis Batman so ziemlich jede Serie, die Kindern wichtig ist. Über das neueste Storypack, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, haben wir ebenfalls ein Video gemacht. Lego Dimensions lohnt sich übrigens auch für Eltern. Unter anderem gibt es Packs von Adventure Time, Zurück in die Zukunft und sogar dem A-Team. Zum Schluss möchten wir noch unsere ganz persönliche Herzensempfehlung aussprechen. Silence the Whispered World 2. Das ist ein ganz klassisches Adventure vom deutschen Entwickler Dedelic, der für seine liebevollen und klug designten Adventures bekannt ist. Whispered World 2 ist der erste Titel, der neben dem PC auch für die PlayStation 4 erscheint. Neben den klugen Rätseln und dem großartigen Humor trumpft The Whispered World 2 außerdem mit einer Geschichte, die ans Herz geht. Und wem das immer noch nicht reicht, der darf dem liebenswertesten Maskottchen der Spielegeschichte erklären, warum Silence dieses Jahr nicht unterm Weihnachtsbaum liegt. Welche Lieblingsspiele hattet ihr als Kinder? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare. Mehr Infos zu allem rund um Spiele und Hardware findet ihr auch auf unserer Webseite. Games.de